Chabos Chayas, habe noch eine Dreckskarre organisiert, um es noch einmal zu versuchen. Wir werden es jetzt noch mal versuchen, ein drittes Mal auf diesen Drecksberg hochzufahren. Alter, Digga, ist das die Karre laut. Hört ihr das? Bruder, kann man das hören? Da ist sie. Also wenn der Bré, wenn dieser dreckige Bré es nicht nach oben schafft, Bruder, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, Bruder. Alter. WTF? Was ist das für eine lange, dreckige Antenne? Du dreckiger. Oh, Junge. Wie stabil ist denn diese Antenne? Wen juckt's? Junge, das sieht sogar gut aus. Junge, das sieht sogar besser aus. Was ist denn hier los? Oh, Alter, wie das stinkt. Boah. Boah. Da, Junge. Euro 0,2. Fragt mich jetzt bitte nicht, wo ich das Teil her habe. Steigt einfach ein. Warte, ich mache euch sogar auf. Steigt ein. Oh, steigt ein, du ist so voll. Bam! Bam! Junge! Ja! Es geht los. Ist ein Japaner. Und mir wurde gesagt, dass ein Japaner das schafft. Der schafft das da hoch. Ja. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch mal an. Du kannst nicht mal abreißen, Junge. Das ist alles hier. Oh, Digga, man kann es nicht abreißen. Guckt euch das mal an. Das ist hier noch richtige, Junge, richtige Qualität. Bei Gott, man kann das nicht abreißen. Guck mal da. Ich sehe nichts. Verpiss dich. Oh, was ist denn hier los? Wo kommt denn der her? Bruder. Ich muss die Antenne reinmachen. Ah, nicht, dass ich hier noch andere Autos erwische. Digga, wo kommt der her? Der fährt einfach mit seinem, was war das? Der BMW 7er. Hier hoch, Junge. Wo keiner ist. Oh, die Sonne. Ich sehe nichts. Meine Sonnenblende. Ah, ah. Junge, ich sehe nichts. Mal sehen, ob die Scheibenwischanlage funktioniert. Ich sag euch, Leute. Digga, ich sehe gar nichts. Ich sag euch, Japaner. Oh, was jetzt hier passiert? Ah, Müll. Müll rauswerfen. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Mein Vater hat noch Müll dabei. Ja, idem. Okay. Er hat gesagt, ich soll fahren. Wenn er gesagt hat, ich soll fahren, dann war er die schon, Digga. Bro. Wow, da war wieder ein Hund. Du kleiner Racker. Na, oh, ich wollte Fenster runter machen, geht gar nicht. Steig ein, du Dreckig. Er hat keinen Bock auf uns. Alter, Digga, das hat nix, kein ABS, gar nichts. Das hat sogar noch Dings. Guck mal jetzt, warte, ich bleib mal kurz stehen, ich zeig euch mal was. Ah, da können wir gleich die Handbremse testen. Oh, Junge, läuft besser als bei den zwei Vectras, Wunktras, Max Hals. Guck mal hier. Keine Servolenkung. Bruder, keine Servolenkung, Junge. Da hat sich das Wichsen endlich ausgezahlt. Holy moly. Guck mal, die Hunde, Alter. Die Hunde hier. Rabada, verpiss euch. Verpiss euch. Warte mal. Warte mal. Na, du kleiner Racker. Wow. Warte mal. Leute, chillt mal. Ich muss gucken, ob die GoPro läuft. Rabada, Papa, läuft. Läuft. 1A, 1A. Es geht weiter, Junge. Boah, dieser Scheiß. Nein, ich muss das mal hier umklicken. Ich sehe nichts und ihr seht auch nichts. So, jetzt gut. Was mir positiv auffällt bei dieser Dreckskarre, der hat keinen Airbag. Alles noch komplett oldschool. Alles. Boah, Digga, wir fahren heute echt sehr, sehr viele Leute hoch. Ich muss ein bisschen Platz machen hier. Ja. Warte mal, soll ich euch mal das Auto ein bisschen zeigen von außen? Dass ich heute jetzt nur so ein Vorstellungsvideo mache und es dann später in den anderen Parts zerstöre? Wollen wir das so machen? Können wir das gleich hier machen, oder? Okay, direkt hier. Wow! Warte, aber ich muss dann den zwei sagen, dass ich kurz hier filme. Oh, Scheibenwischanlage läuft. Warte, ich mach mal kurz Scheibenwischanlage. Das läuft alles einwandfrei, außer die Hupe. Hört mal die Hupe. Okay, ich hab den gesagt. Ha? Ach so, mein Dad hat Durst. Ey, wenn ich das überhaupt aufliege. Oh, Scheiße. Ah, hier. Jawohl, guckt euch mal dieses Schmuckstück an, Junge. Digga, ich kann hier gar nicht reden. Ihr versteht kein Wort. Kein dreckiges Wort aus meinem Mund. Ich versuche mal jetzt meine professionellen Skills hier auszupacken und euch mal hier zu erklären, was ein Auto ist. Und zwar haben wir hier den Motor. Und das war's, Bruder. Mehr braucht ein Auto nicht. Kofferraum. Kurz Kofferraum aufmachen. Wo geht? Kofferraum geht mit Schlüssel auf. Kein Bock. Wenn ich jetzt den Schlüssel ziehe und den Motor ausmache, geht es die Karre mir dann danach nicht mehr an. Gar kein Bock da drauf. Was wir aber machen können, Soundcheck. Was da hinten rauskommt, ach du Scheiße. Oh. Heilig.
Heilige Scheiße, Junge! Schnell rein, Alter! Ich krieg noch eine Rauchvergiftung. Oh. So, weiter geht's. Bruder, wo ist mein Dad? Dad hat mich im Stich gelassen. Ach du Scheiße, wo ist der? Bruder, wenn ich jetzt hier stehe. Ah, Bo! Du dreckiges. Bro, das war ein. Bah! Das war ein Nilpferd. Alter, ich sehe nichts von der Sonne. Ich hab nichts von der Sonne gesehen. Fast ich bin fast gegen diesen Felsen gefahren. Oh, langsam. Noch hier drauf gehen. Oh, Alter, da sind die. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter, Junge. Alter, die bremsen. Man muss aufpassen. Habt ihr gesehen? Das Auto, das kein ABS hat, geht es hier in keine richtige Richtung, Junge. Wenn du bremst, sind die komplett falsche. Ach, Junge, die bremsen. Das ist dreckige Antenne. Okay, jetzt nochmal Vollbremsung. So ein dreckiges Ding wird es wahrscheinlich hier wirklich hochschaffen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin hier sehr, sehr optimistisch. Ich bin sehr, sehr optimistisch, guter. Ich glaube, mein Reifen ist platt. Habe ich einen Platten? Nee, oder? Nee, ist kein Platter. Oh doch, irgendwie ist das Fahrverhalten ein bisschen anders. Ey, sag nicht, dass ich das jetzt hier auch mit diesem Drecksauto nicht hier hochschaffe. Irgendetwas stimmt da gewaltig. Ich war gar nicht angeschnallt. Das Ding ist kaputt. Ach du Scheiße, ich war wie ein Verrückter. Nee, läuft. Ey, läuft. Das gibt's doch nicht. Rudi Hamudi? Moment mal kurz. Es hat sich echt so angefühlt, als ob ich einen Platten hätte, aber... Ganz langsam. Ich versuche das mal wieder hier reinzustecken. Ja, läuft. Oh, diese Scheiße. Ich muss echt langsam machen. Oh, verdammt. Wir müssen langsam machen. Ey, was für langsam, Alter. Das gibt's doch nicht. Der hat bessere Stoßdämpfer hier drin als die anderen beiden. Jetzt ungelogen, der Typ, der da im Jeep sitzt. Er hat zu mir gesagt, Sohn, in diesen Worten, Sohn, das ist ein Toyota. Ein Toyota Corolla. Dieses Auto wird dich nicht im Stich lassen. Es ist ein Japaner und er wurde gebaut, um Godzilla zu besiegen. Im ersten Moment war ich wirklich misstrauisch und habe diesem Mann kein Wort geglaubt. Aber mittlerweile glaube ich ihm jedes einzelne afterige Mal. Rabada, rabadu. Scheiße. Oh. Gott. Hoffentlich war das nicht zu viel. Oh, ich habe das Dach ausgedingst. Ah, nice. Jetzt kommt hier dieser Schotterweg. Alter. Jetzt. Oh, macht Spaß. Ei. Kurz was zumachen, dass ihr mich auch hört. Oh, Alter, hat der geile Stoßdämpfer. Was ist das hier? Was ist das? Welches Baujahr ist das? Wisst ihr das? Weiß das einer von euch? Boah, hier ist zu viel Sonne. Ich sehe nichts. Die Kurve. Oh, da, ich wusste es. Ich habe schon geahnt, dass die Autos... Ich habe schon geahnt, dass mir irgendjemand entgegenkommen wird. Nee, ich muss wieder aufmachen. Ist viel zu heiß. Guckt euch das mal an. So ging das früher. Junge, wo das erfunden wurde und wo das noch in war, da wart ihr noch nicht mal geboren. Leute, bis hierhin hat es der... Nee, warte mal, das war ein bisschen weiter. Moment. Alter, Junge, ich seh nix. So, irgendwo hier. Boah, hier, da, nee, da vorne. Ah, verdammt, die Sonne ist so tief. Ich seh nix. Hä, wo war denn das, Mann? Wo ist denn dieser Spot? Ah, jetzt. Wir kommen jetzt näher. Ja, hier war das. Erinnert ihr euch noch? Genau das ist der Spot, wo der Vectra Vaxul Maxul B den Geist aufgegeben hat. Boah, wie viel Staub hier drin ist. Boah, wenn ich hier gesund rauskomme, ist das ein Wunder. Da würde ich sagen, war es das hier mit diesem Part. Und den nächsten Part werden wir genau an der Stelle beginnen. Ich warte jetzt auf meinen Dad und den Typen. Ich sehe die aber nicht. Keine Ahnung, wo die sind, Alter. Die Sonne ist ziemlich tief. Das wird auch gleich dunkel. Ich weiß nicht, Alter, was heute noch passieren wird. Es kann sein, dass wir die ganze Sache hier nicht überleben werden. Dann kommen gar keine Videos mehr. Wäre auch mal was Gutes. Hättet ihr mich los, Alter, den Idioten. Gibt ja jetzt genug andere YouTuber, die den Content hier von mir machen. An der Stelle kann man hier kurz einen Retalk raushauen. Ja, es gibt ja jetzt so Leute wie JP, Emoji, dann dieser V-Skills, der hat es auch gemacht. Und andere Leute, die auch jetzt Autos zerstören wollen oder schon
gemacht haben. Kurz mal eine Sache. Leute, es fuckt mich langsam übelst ab, dass ich so viele Insta-Nachrichten bekomme. Und auch auf YouTube schreibt ihr das. Ihr schreibt das sehr, sehr oft. Also was heißt, es fuckt mich nicht ab. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ich will euch nur meine Meinung dazu sagen. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass es jetzt mehr Leute gibt, die diesen Content hier ausüben. Das ist doch mal was Positives. Wir haben diesen Dreck aus der Mülltonne geholt. Aus der dreckigsten Mülltonne. Und ganz YouTube redet darüber und macht sogar. Junge, einfach, Digga, es gibt YouTuber, die sehr, sehr viel Reichweite haben, die viel größer sind als ich. Junge, Mann, kommt denn mein Dad? Dad, wo bist du, Junge? Lass mich doch nicht im Stich. Was ich damit sagen will, ich find's geil. Ich find's geil und lass doch die Leute machen. Vielleicht kann man, wenn ihr Bock habt, wenn meine Community Bock hat, also ich werde es nicht entscheiden, aber wenn meine Community Bock hat, kann man auch ein paar Kooperationen starten. Wieso nicht? Wenn mir der YouTuber gefällt und ich habe mit ihm so Stunden einfach so gechillt und das passt wie bei Kule Wu Wule Kuh, dann kann man das auch machen. Ist doch kein Thema, aber wo ist mein Dad? Dad? Das kann doch nicht sein. Ah, da sind die. Ich seh die. Wir fahren weiter. Jo, Leute. Das dazu. Das ist meine Meinung über das Thema und ich freue mich auf jeden Fall überhaupt nicht, was so in der Zukunft alles passieren wird. Deabonniert meinen Kanal, macht was ihr wollt, Junge. Wenn ihr jetzt immer noch auf der Toilette seid, geht danach noch saftig ein Sucuk essen und danach könnt ihr wieder mal scheißen gehen. Das ist das Beste, was man machen kann im Leben. Und jo, ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Part.